wenn die Tage länger werden, dann kribbelt es nicht nur bei uns Menschen, dann rappelt es auch bei den Tieren im Karton. Ja, viele Tierarten, die suchen gerade einen Partner und legen sich dabei oft richtig ins Zeug. Ja, nicht nur die hier, ne? Auch die Füchse, die fangen an zu singen. Hm? Die Hasen, die fangen an zu boxen. Und der Storch, der fängt an, Sie hören es schon, zu klappern. Und wieso, weshalb, warum, das verrät uns heute unser Mann, der alles über Tiere und ihre besonderen Vorlieben weiß. Also bleiben Sie bei uns, es wird tierisch leidenschaftlich. Vielleicht lernen wir noch was. Oh, ja, wer weiß. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und willkommen bei ZIP am Dienstag, liebe Zuschauer. Berlin braucht dringend neue Wohnungen. Es würden ganz sicher alle dick und fett unterstreichen. Doch wenn es darum geht, wo die neuen Wohnungen entstehen sollen, dann wird es schon schwierig, vor allem bei Bauprojekten, die direkt in der Stadt liegen und nicht am Rand. Jetzt ist auch die Wiege Berlins betroffen, der Hochhausstreit auf der Fischerinsel. Wir fordern Sie heraus in unserem Schätzquiz. Und der Gewinner oder die Gewinnerin steht dann am Ende mit einer tollen Schürze da. Und ja, es ist ja auch eine Schürze für echte Sieger. Ja, wir haben heute wahrscheinlich sogar zwei Kandidaten, also zwei potenzielle Schürzenträger, Schürzenjäger. Den Gag haben wir schon mal gemacht. Bleiben wir heute bei Schürzenträger, oder? Ja. So, der erste Kandidat heute ist ein Herr aus Berlin-Pankow und der heißt Bernd Eifler. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Herr Eifler, Sie sind ein leidenschaftlicher Koch und tragen zu Hause gern Schürze. Naja, kochen tut eher meine Freundin, aber die Schürze würde uns beide stehen, denke ich. Okay, immer abwechselnd tragen. Montags Sie, Dienstag Sie. Okay, ja? Gut. Okay. So machen, ja. Ist abgemacht. Und der zweite potenzielle Schürzenträger ist Walter Görz aus Stegelitz in der Uckermark. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Wer darf denn bei Ihnen zu Hause an den Herd? Ja, ab und zu ich. Also ich mache gern, ich koche gern. Was denn so? Ja, am besten Braten und Soßen und so, das ist meine Spezialität. Sehr schön. Und Sie haben auch immer jemanden, der dann gerne mit isst? Oder essen Sie alles alleine? Nein, meine Frau und meine Enkel und Kinder und alles, natürlich, was dann so kommt. Sehr schön. Ich sehe Sie schon in der Schürze am Herd stehen. Vielleicht wird es aber auch der Bernd aus Pankow. Wir werden sehen, allen Berlin-Brandenburg-Duell heute. Daumen gedrückt. Kommt die Frage. Also im Außenbecken liegt der Salzgehalt bei 2%. Wie viel sind es ganz tief unten in 800 Metern Tiefe? Bernd darf anfangen. Waren Sie schon mal dort in der Therme in Bad Belzig? 4%. Sie diskutieren gerade. Also 4% sagt Bernd. Okay, gut. Was sagt denn Walter? Ich sage 8%. Alles klar, nehmen wir so an und fragen auch mal gleich nach. Nämlich bei unserem RBB um 4-Kollegen Marc Langebeck. Der kennt die richtige Antwort. Ja, also doch deutlich mehr, als beide Herren gedacht haben. Bernd, Sie müssen jetzt ganz stark sein und Ihrer Frau erklären, warum Sie fortan weiter ohne Schürze zu Hause rumlaufen. Hm? Ist ja, auch nicht so das schlecht. Die sitzt hier neben mir, das hat sie schon mitgekriegt, ja. Und lieber Walter, ich versuch's wieder. Lieber Walter, ganz herzlichen Glückwunsch Ihnen, ja? Und viel Spaß beim Kochen. Ja, danke. Mir Glückwunsch zum Walter. Danke, tschüss. Danke. Ja, wieder sportliche Zuschauer heute, sportlich für bei ZIP. Ihnen so sind Sie. Tschüss. Tschüss. Ja, und wir nehmen Sie jetzt mit nach Wahlsdorf, ein kleines Dorf im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fleming. Ja, und die Gemeindegebietsreform hat es mit sich gebracht, dass aus diesem Dorf jetzt quasi ein Ortsteil wurde. Ein Ortsteil der Stadt Dahme-Mark. Und das heißt, auch der Ortsname geht irgendwie flöten. Ja, und weil auch die Straßennamen nicht so bleiben durften, dachten die Wahlsdorfer, nö, nicht mit uns und hatten eine Idee. Also, wenn ich jetzt mal ein Vogel wäre, ja? Dann würde ich doch zum Überwintern dahin fliegen, wo es richtig warm ist. Südsee oder so. Du vielleicht, aber den Singschwänen ist das viel zu weit. Die suchen sich das kalte Brandenburg aus, weil es auch da noch viel milder ist als in ihrer Heimat Sibirien oder Skandinavien. Stimmt, außerdem haben wir ja auch da was davon, wenn die Singschwäne hier bleiben. Weil immer wenn sie wieder losfliegen, dann weiß man ziemlich sicher, dass bald der Frühling kommt. Und es gibt ein schönes Abschlusskonzert. Wir sind morgen schon wieder zurück und dann mit einer der charmantesten Stimmen ever, Frankie Boy. In der Tat, zum 100. Zum süßen Teil des Abends überzugehen, Hände weg von Schokoriegeln. Ja, der Hersteller ruft die Mars-Riegel zurück in mittlerweile 55 Ländern, weil darin Plastikteile gefunden wurden. Mehr dazu jetzt bei den Kollegen von den Nachrichten bei der Abendschau in Brandenburg aktuell. Ist eh nicht so richtig gesund, oder? Bis morgen. Tschüss. Tschüss.